Hallo, heute zeige ich dir, wie man ganz einfach Polychromos verblenden kann. Bei den größeren Vierecken werden wir einfach drei Stück benutzen und bei den kleinen Blümchen benutzen wir zwei Polychromos. Also ich beginne mit dem ersten Schritt und zwar ist es das Layering. Und damit trage ich einfach auf der ganzen Fläche in leichten Kreisbewegungen meine erste Schicht auf. Als nächstes nehme ich mir die dunkelste Farbe, einfach nur damit ich weiß, wie dunkel die ungefähr wird. Die geht allerdings nicht über das ganze Feld. Als nächstes nehme ich mir das Cadmium Orange Dunkel und da gehe ich jetzt von ungefähr hier bis nach da nochmal drüber. Man darf auch ruhig ein bisschen rausmalen, also es ist kein Stress. Als nächstes gehe ich nochmal mit der hellen Farbe drüber. Wie immer bekommst du alle Farben auch in der Infobox. So, jetzt nehme ich nochmal die Rot. Zum Schluss gehe ich jetzt nochmal mit der gelben Farbe überall drüber. Das ist dann quasi so eine Basis, die dann überall, ja, alle Farben hat. Jetzt machen wir weiter mit der Blume. Für die nächste Methode benutze ich einen Blender. Man kann allerdings auch eine Weiß nehmen. Bei der Weiß ist es allerdings so, dass die Farben dann noch ein bisschen aufhellen. Ich mache also wieder das gleiche wie auf dieser Seite, nur dass ich dann noch einen Blender benutze. Und jetzt werde ich das mit dem Blender verblenden. Und ich fange meistens an mit den gelben Stellen, beziehungsweise mit den allerhellsten Stellen. Und gehe dann langsam zu den dunkleren über, sodass ich nicht irgendwelche Pigmente von Rot dann auf Gelb habe. Und das ist dann nicht so schön. Mit dem Blender ist es so, dass man dann ein bisschen stärker aufdrückt und es dann quasi, ja, die Papierstruktur andrückt, dass es dann eher flach ist. Was man da beachten muss, ist, dass man danach nicht mehr wirklich viel Farbe auftragen kann. Das heißt, man muss vorher schon ziemlich komplett alle Farben aufgetragen haben und zufrieden sein mit dem Ergebnis ungefähr, weil man halt nicht mehr viel auftragen kann. Das ist jetzt im Gegensatz zu dem, beim Layering kann man immer mehr auftragen, was halt das Papier hergibt, aber beim Blender kann man danach nicht mehr wirklich viel machen. Das Ergebnis wird allerdings, ja, sehr gut verblendet. Es gibt aber noch schönere Möglichkeiten, also es ist je nachdem, was einem halt am besten gefällt, das macht man dann. Das Schöne ist, dass man, wenn man mit dem Blender drüber geht, nicht unbedingt komplett akkurat sein muss. Das heißt also, man kann da ein bisschen studern davor schon. Ich mache das gleich jetzt nochmal unten. Dann als nächstes geht es zum Babyöl und das ist ehrlich gesagt mein Liebling. Da müsst ihr allerdings aufpassen, weil die Babyöl nicht unbedingt immer lichtecht ist. Ich habe jetzt ein bisschen Babyöl und werde das jetzt einfach mit einem Wattestäbchen auftragen. Ich nehme hier einfach nur ganz wenig und gehe hier oben so rein. Tupft es so ein bisschen ab. Nehmt am besten nicht zu viel und erstmal probieren, erstmal weniger nehmen. Ich werde mir jetzt auch ein Papier unterlegen, damit ich die anderen Papiere nicht beschädige, weil das ist eine Angelegenheit, das kann mal schnell das Papier durchnässen und das ist dann nicht so toll. Ich fange jetzt meistens immer an mit den helleren Farben, aber man kann auch damit spielen, dass man dann, ja, die dunkleren Farben da reinmischt, aber ich mag es ehrlich gesagt lieber so. Die Farben werden dadurch viel leuchtender. Schön an dieser Methode ist, man kann so viel neue Farbe auftragen, wie man möchte. Es gibt dann natürlich dann trotzdem Limits, aber ja, es ist nicht so wie mit dem Blender, dass man dann plötzlich nicht mehr auftragen kann. Aufpassen sollte man einfach nur, dass man für bestimmte Farben nur ein Wattestäbchen nimmt, beziehungsweise für bestimmte Farbgruppen. Heißt also, wenn ich jetzt mit Grün irgendwas machen würde, könnte ich das jetzt nicht mehr verwenden. Ich mache wieder die Blume mit dem Schnelldurchlauf. So, kommen wir jetzt zum letzten Teil. Und zwar sind das die Estompen.
Das sind einfach so kleine Papierwischer, die kann man recht einfach nutzen. Ähnlich wie der Blender, man kann einfach das Zeug einarbeiten ins Papier und das wird auch ein bisschen glatter. Das Schöne ist, man kann aber immer noch ein bisschen was drauf tun. Es ist nicht so, dass es dann so krass glänzt wie beim Blender. So, also ich nehme jetzt wieder einen Estompen. Ich fange wieder an. Hier ist es bei den Estompen ganz wichtig, dass man davor wirklich nur von hell nach dunkel geht, weil man sich sonst die Farben wirklich sehr doll verwischt. So, ich mache jetzt weiter mit der Blume wieder. So, jetzt sind wir soweit. Ich denke mal, man kann sehr gut erkennen, dass je weiter es in diese Richtung geht, umso mehr kann man ein bisschen schludern und es sieht trotzdem gut aus. Also beim Blender muss man sich noch relativ viel Mühe geben. Beim Babyöl geht es dann noch schneller, aber beim Estompen, da kann man einfach relativ grob Farbe auftragen und einfach drüber. Und es sieht trotzdem gut aus. Man kann auch immer noch beim Estompen weiterhin Sachen auftragen. Also ich persönlich nutze halt insbesondere diese Variante und diese, je nachdem, was ich für einen Effekt haben möchte. Ansonsten sind alle Methoden sehr gut geeignet fürs Malen. Insbesondere wenn man mit Malbüchern für Erwachsene malt, sind alle Methoden gut geeignet. Wobei das hier mit Einschränkungen, je nachdem, also mit der Zeit wird es schon ein bisschen besser. Wenn man natürlich ein Bild jetzt verschenken möchte, das ewig halten soll, dann möglichst eher kein Babyöl. Ansonsten ist es echt eine schöne Methode. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen und konnte dir meine Erfahrungen zeigen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!